Gäste, hallo und herzlich willkommen im sächsischen Elbland und insbesondere hier in unserer schönen historischen Spitzgrundmühle. Mein Name ist Marek Kwasniczak, ich bin Ihr Gastgeber und freue mich, Sie gemeinsam mit meinem Team heute hier im Haus begrüßen zu dürfen. Sächsisch-böhmische Gastlichkeit zeichnet sich aus durch ein zünftiges Bier und einen hervorragenden, wunderbaren Braten. Um euch das ein bisschen näher zu bringen, nehme ich euch heute gern mit und wir werfen einen Blick hinter die Kulissen. Was haben wir uns heute vorbereitet? Ein Klassiker der böhmischen Küche ist natürlich der böhmische Lendenbraten. Switschkowa, für viele hier in Sachsen natürlich ein Begriff. Jens hat hier schon mal ein schönes Rinderfilet vorbereitet, was wir für unseren Lendenbraten jetzt gleich brauchen. Ganz klassisches Rinderfilet, Mittelstück. Bitte schön spicken, damit wir schön ein saftiges Stück Fleisch bekommen. Und Jens brät uns das jetzt mal an. Aber hier aus Kopf reingelöst. Salz, Pfeffer. Dann schieben wir es ins Rohr. So, das Fleisch geht jetzt in unseren Ofen. Jeder Haushaltsofen tut es auch. 160 Grad und dann 20, 25 Minuten im Rohr. Als nächstes beschäftigen wir uns mit unserer Soße. Das Wichtigste in der böhmischen Küche sind immer die Soßen. Für heute, für unseren Switschkowa, gibt es eine Gemüse-Sahnesoße. Ganz klassisch, wir schwitzen an Wurzelgemüse, Karotten. Wir nehmen Sellerie und wir nehmen Zwiebel, die tun wir ein bisschen später hinzu. Löschen wir dann, nachdem wir das ein bisschen angeschwitzt haben, löschen wir das ab. Mit dem schönen Weißwein und wir benötigen Essig für die Soße. Der Jens karamellisiert jetzt noch ein bisschen das Wurzelgemüse, ein bisschen Zucker dazu. Das gibt der Soße dann auch diesen ganz speziellen, die ganz spezielle Note, ein bisschen säuerlich, aber auch eine schöne Süße durch die karamellisierten durch das karamellisierte Wurzelgemüse, sodass wir dann einfach ein schönes Aroma haben. Schlussendlich wird dieser Soßenansatz aufgefüllt mit einer ordentlichen Rinderbrühe oder einem Kalbsfond und dann kochen wir im Anschluss unsere Soße. So, das muss jetzt 2 Stunden circa durchkochen. Unser Fleisch ist im Ofen, unser Soßenansatz auf dem Herd. Jetzt beschäftigen wir uns mit der dritten und wichtigen Komponente unserer böhmischen Semmelknödel. Was wir brauchen, ist Mehl, wir brauchen geröstetes Weißbrot, handwarme Milch, Ei und Hefe. Packen jetzt dazu die Hefe in die Milch. Erst das Ei. Erst das Ei. Sehr gut. Hefe. So, krümeln, genau. Nur eine Prise Salz ins Mehl. Die Milch dazu. Aufrösten. Wie viel Mehl haben wir jetzt genommen ungefähr für die 500 Gramm Mehl, 300 Milliliter Milch, eine halbe Hefe und das geröstete Weißbrot dazu. Wenn ihr das zu Hause nachmacht, achtet immer drauf, dass der Teig für die Knödel nie zu feucht ist. Deswegen macht Sven auch immer noch ein bisschen Mehl rein, wenn man merkt, okay, Teig ist noch zu flüssig, zu feucht, dann immer noch ein kleines bisschen Mehl dazu. Wir brauchen einen schönen, kompakten Teig. Abdecken und an eine warme Stelle stellen, wo es nach Möglichkeit bitte nicht zieht. Eine Stunde stehen lassen, den Teig in Ruhe gehen lassen und dann verarbeiten wir ihn weiter. So, unser Soßenansatz mit dem Wurzelgemüse köchelt hier vor sich hin. Wir haben ein bisschen aufgegossen vorhin mit Brühe. Geht's an die Geschmacksträger. Abrieb einer ganzen Zitrone. Wir haben Lorbeerblätter, wir haben Piment und wir haben Pfefferkörner. Das tun wir alles jetzt dazu. Ein bisschen Worcester. Wichtig ist, dass wir den Ansatz so lange köcheln lassen, bis wir das Wurzelgemüse schön weich haben. Aus dem einfachen Grund, weil wir die Soße dann anschließend passieren werden. Und jetzt wollen wir den Soßenansatz schon mal ein bisschen abbinden. Alter Trick, wir machen keine Mehlspitze, sondern wir mischen quasi Wasser und Mehl. Das hilft uns jetzt relativ unkompliziert,
auch große Mengen Soße zu binden. Geben wir noch einen halben Liter Sahne dazu. Das soll schließlich eine ordentliche Sahnesoße sein. 20 Minuten bei kleiner Hitze köcheln. Okay, unsere Knödel. Den haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen Zeit gegeben, sich ein bisschen zu entspannen. Müssen wir aus den zwei Kugeln noch eine schöne Knödelstange formen und sie dann anschließend auch noch kochen. So, die lassen wir jetzt 20 Minuten ziehen. Haben wir sie aus dem Wasser genommen schon, haben sie kurz abkühlen lassen, lassen sich dann etwas besser schneiden. Schöne Stange, einfach pro Portion 4 Scheibchen. Soße fertig, unser Fleisch ist auch fertig, das gibt der Jens mir jetzt mal. So, zum Anrichten 2 Scheibchen pro Portion. Einmal mittig auf den Teller, schöne Soße. Und um das Ganze rund zu machen, ein Löffelchen Preiselbeeren, Dauerrahm, Zitrone. Auge isst bekanntlich mit. Einmal was Grünes und dann heißt es guten Appetit.